Hokus Pokus Fidibus, hier ist Robert Götz Matuszewski ins Haus. Ja, schon wieder Montag, Freunde, die Zeit verrinnt wie Sand zwischen unseren Fingern. Das ist aber auch ein großer, großer Vorteil für uns alle, zumindest hier in diesem besten Bundland aller Zeiten. Denn je schneller die Zeit vergeht, desto näher kommen wir dem Heiligen Gral. Ja, unsere Queste, also unsere heilige Reise, ja, ich bin belesen, unsere heilige Reise ins Paradies ist mit jedem Tag kürzer. Und bald, sehr bald sind wir dort angekommen, wo wir alle hin möchten, nämlich ins grüne Paradies. Wer mich nicht kennt, ich bin hier der Facility Manager im Deutschen Bundestag. Heute philosophiere ich wieder ein bisschen. Ja, schwieriges Wort, habe ich aber gelernt. Und ja, es ist das beste Bundland aller Zeiten. Wir haben die besten Politiker und Politikerinnen aller Zeiten und es geht voran. Und das Paradies sieht wie folgt aus, Freunde. Wird gerade gebaut, also ist in Planung, großflächig, aber wird jetzt schon substanziell an einigen Stellen gebaut. 25 Zimmer, Wohnungen, kleine Zimmer, ja, niedrige Deckenhöhe, kleine Zimmer, aber gut isoliert, ja, gut isoliert. Also nicht innen, schallisoliert nicht, nein, aber nach außen wegen Global Warming. Und da packen wir alle Menschen rein. Also die Alten zuerst, ja, hier diese großen Altbauwohnungen haben, die kommen da rein, so. Und dann den Rest, so. Also schön, dann wohnt man also mit mindestens 24 fremden Menschen zusammen in einer Wohnung, ja, teilt sich dann ein, zwei Toiletten, schön, ja. Geduscht wird sowieso nicht, weil wir benutzen alle einen Waschlappen, ich zitiere Herrn Kretschmann, ja, guter Mann. Und das neue Paradies, ja. Ihr werdet nichts besitzen und ihr werdet glücklich sein. Ich zitiere mal den von mir sehr geschätzten und verehrten, ich würde beinahe sagen vergötterten Klaus Schwab, ja, The Great Reset, World Economy Forum, ja. Böse Zungen sagen, ja, World Economy Forum, die haben ja eigentlich quasi indirekt schon die Weltherrschaft an sich gerissen, ohne jemals vom Souverän, also vom Volk, gewählt worden zu sein. Freunde, 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 Souverän, Souverän, das sind so Worte, ja. Klaus Schwab ist gut und seine Young Global Leaders, ja, der hat ja schon vor, in den 1970er Jahren, also vor 50 Jahren, hat er schon angefangen, ja, so quasi die Saat so ganz so vorsichtig so, ja, hier so zu säen, ja. Da war Annalena Baerbock noch nicht mal auf der Welt, ja, da hat er schon gesät. Und dann hat er später so Step by Step sukzessive den ganzen fleißig. Also Klaus Schwab ist fleißig, wirklich fleißig, 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 ja. Er liebt auch Schäferhunde, er ist Veganer, er raucht nicht, ja, und so. Und ja, hat viele Gemeinsamkeiten mit anderen Philanthropen, ja, so. Und jedenfalls, der hat sozusagen schon ganz früh angefangen zu züchten und hat dann die Young Global Leaders gezüchtet. Young Global Leaders, das ist zum Beispiel Macron, Emmanuel Macron, ja. Oder eben Annalena Baerbock, oder wie sie alle heißen. Sind alle dabei, ja, sind alle von ihm gezüchtet. Und die führen jetzt das aus, was er sich erträumt. Und das ist für uns auch unser größter Albtraum, Traum, nämlich große Wohnung, wo ganz viele Menschen wohnen tun. Schön, ja. Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein. Schön, wir haben keine Autos mehr. Wenn wir mal ein Auto fahren dürfen oder brauchen, dann leihen wir uns das für teuer Geld. Ja. Also es werden schon noch einige was besitzen. Also zum Beispiel Klaus Schwab wird einiges besitzen. Ja. Und Elon Musk wird einiges besitzen. Und Bill Gates wird einiges besitzen. Bill Gates ist übrigens inzwischen der größte Grundstückseigentümer der USA. Nee, ist wirklich wahr. Ja. Der kauft Land auf wie blöd, kauft alles auf. Er kauft. So, und dann geht das weiter. Also wir werden kein Fleisch mehr essen. Fleisch ist igittige. Dafür essen wir aber vegan, also indirekt vegan. Also indirekt. Es ist dann zwar irgendwie schon Fleisch, aber eben aus Insekten. Ja, also aus Küchenschaben gibt es jetzt schon Milch. Ja, sehr nahrhaft. Ja gut, macht schnell dick, aber ist egal. Ricarda Breit meint, es schmeckt sehr gut. Ricarda Lang. So. Und also wir werden kein Fleisch mehr essen. Wir werden Insekten essen. Wir werden nicht mehr reisen, aber brauchen wir auch nicht, weil wir setzen uns dann so Brillen auf und so Kopfhörer und setzen uns dann da irgendwo in einen Sessel, ja, in unserer 25-Zimmer-Wohnung mit 24 anderen fremden Menschen und lassen leben. Wir lassen leben, ist das schön, Freunde. Wir lassen leben. Wir nehmen quasi imaginär an einem schönen Leben teil, was wir in einem richtigen Leben leben könnten, wenn wir vernünftig gelebt hätten und nachgedacht hätten. Und aber nein, wir lassen leben, Freunde, ist das schön. Da sind wir dann König von einem Königreich. Ja. Oder Piratenkapitän. Oder wir sind in einem Raumschiff, der Kapitän, ja, lassen leben, ja. So, zwischendurch legen wir das Ding ab, widerwillig, ja, gehen kurz pinkeln, ja, oder andere Sachen machen. Und auf der Toilette, die wir uns mit 24 anderen fremden Leuten teilen tun, nein, da gibt es schon mehr als eine Toilette, da gibt es zwei Toiletten, so. Und dann stopfen wir noch ein bisschen Burger King oder McDonald's in uns rein, was wir uns haben liefern lassen von Lieferando, weil es gibt bald keine Restaurants mehr. So, und dann lassen wir wieder leben, Kopfhörer auf, Brille auf, dann lassen wir wieder leben. Freunde, ist das toll.
Die einzige missliche Unterbrechung, wenn wir mal die Tür verlassen, vor die Tür gehen müssen, ist, wenn wir unsere Spritzung abholen. Ja, das muss aber sein. Also alle 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen muss das sein hier. Und zum Aufpolieren des Mikrochips, den wir bekommen haben. Ja, so gut, böse Zungen sagen, oh, das ist aber nicht gut. Totale Überwachung, kein Bargeld mehr, Freunde. Bargeld ist doch auch ja, das hat schon jemand anders angefasst. Wer weiß, was der mit dem Röllchen, mit dem 10-Euro-Schein gemacht hat oder 5-Euro-Schein oder gar 100-Euro-Schein. Gut, böse Zungen sagen, wir wissen gar nicht, wie das Ding aussieht. Nein, es geht voran in diesem besten Bundland aller Zeiten. Die Vision ist klar, das Paradies auf Erden, ja. Also Paradies ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber auf jeden Fall irgendwas. Es wird toll, ja. Und wir müssen uns über nichts mehr Gedanken machen, weil wir haben nichts und wer nichts hat, der ist auch glücklich, ja. Steht auf dem einen, habe ich gestern auf YouTube vorgelesen. Hier, dieses eine Ministerium hat gesagt, ja, Besitz wird auch überbewertet. Ja, Besitz, das sind so Worte, ja. Da ist auch ein gewisser Egoismus, ja. Was wir besitzen können, ist unser Chip-Implantat. Also gut, das gehört uns auch nicht. Das haben wir dann gegen eine gewisse Leihgebühr jeden Monat bei uns rein implantieren lassen. Aber damit können wir überall rein und raus. Also wenn wir konform sind. Und konform, meine lieben Freunde, ich sage es gleich mal dazu, konform seid ihr grundsätzlich immer, wenn ihr die linken, linksstaatlichen und zivilcouragelichen Parteien unterstützt, nämlich CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und die SED, die Partei von Helge Lindt, der sich auch zu Wort gemeldet hat. Ich habe gestern schon berichtet, der hat gesagt, ein richtiger Patriot, und der hat sich dabei nicht erbrochen, als er dieses Wort über sich hat ergehen lassen. Der ist natürlich für die Ukraine und gegen Deutschland. Nein, für die Ukraine und gegen Russland. Punkt aus Ende, hat er gesagt. Ja, toll. Ich finde Helge den toll. Und ja, was wollte ich eigentlich jetzt sagen? Also alles toll. So, wir haben natürlich auch noch 2, 3 Nachrichten. Ich will hier nicht nur Philo. Nein, ich will jedenfalls nicht so dummes Zeug quatschen, sondern ich will auch substanzielles beitragen. Ja. Was ist das denn hier? Sekunde. Oh, das ist natürlich misslich hier, habe ich falsch fotografiert. Uwe Bernd, ich sage mal herzlichen Dank. So, dann haben wir hier was Schönes. Schreibberatung. Sehr geehrte Leserinnen und Leser, die Auseinandersetzung mit der russischen Aggression ist unsere gemeinsame Sache. Russische Literatur hat in ihrem Bücherregal nichts zu suchen. Stimmt. Aufgrund der voraussichtlichen Heizungskürzungen im Herbst und Winter bitten wir Sie, Bücher russischer Autoren zu spenden, die für Heizung in der Bibliothek verwendet werden sollen. Auf diese Weise können Sie auch dann noch gute Bücher lesen, wenn Putin die Gaslieferung unterbricht. Bibliotheksverwaltung. Sächsische Landesbibliothek. Freunde, das ist alles Fake News, das haben die nie geschrieben. Nein, das haben die gedacht, aber nicht geschrieben. Mein Held, Freunde, und das auch für euch mahnendes Beispiel, wie man rumzulaufen hat. Ja, hier, erkennt ihr ihn? Das ist der Herr Kretschmann, der beste Politikerin aller Zeiten. Ja, der Mann geht auf Nummer sicher. Ja, Visionär. Gut, so sieht er am besten aus, oder? So kann man ihn am besten ertragen. "100 Kündigungen schaffen Platz für Flüchtlinge, STZ plus Mietskandal in Stuttgart-Weilingendorf." Ah, Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. So, dann Herr Röttgen hat die Frau Annalena Baerbock kritisiert, ja, und sagt hier, ja, wie können Sie denn sagen, was interessieren mich die Wähler? Ja, ich bin der Ukraine verpflichtet, sinngemäß. Er sagt, das ist nicht in Ordnung, ja, und wir sind doch sowieso alle auf der Seite der Ukraine, ist doch gar nicht nötig, sowas zu sagen. So, Freunde, jetzt möchte ich mal hier zitieren, jetzt kommt's. Weil wird nämlich immer alles aus dem Zusammenhang gerissen. Diese gute Frau wird völlig falsch zitiert. Sie hat nämlich was ganz Tolles gesagt. Hier, wenn ich den Menschen in der Ukraine mein Versprechen gebe, ihnen so lange beizustehen, solange sie uns brauchen, dann will ich das auch halten. Egal, was meine deutschen Wähler denken. Meine, nicht die deutschen Wähler. Sie hat nur von ihren Wählern gesprochen, ja. Über die anderen redet sie gar nicht, denn sie hat ja immerhin 14,5% oder irgendwas bekommen. Also gut, 85% haben sie nicht gewählt, aber 14,5% waren so klug, sie zu wählen. Ja, also jeder, der grün wählt in Zukunft noch, weiß hier, egal was meine deutschen Wähler denken, ja, egal was sie denken, ich mache trotzdem, was ich will. So, und dann ist doch auch linkisch, linksstaatlich und zivilcouragelich. Die Frau ist klasse. Ich finde die Frau toll. Ich finde sie engagiert, toll, super. Und übrigens, das Auswärtige Amt teilt mit, es handelt sich um sinnentstellend zusammengeschnittenes Video, geboostert von pro-russischen Accounts.
Böse Zungen sagen, nein, das ist ein Originalzitat, da ist nichts geboostert, Freunde. Das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Commander7962, danke für deinen Kommentar. Ich danke auch von Herzen Sarastro und ein lieber Gruß geht raus an Petra. So, hier. Der frühere Präsident Donald Trump gab bekannt, dass das FBI während der Razzia in Mar-a-Lago in Florida im vergangenen Monat eine tiefe und hässliche Durchsuchung des Zimmers seines Sohnes Baron Trump durchgeführt habe. Ja, Moment, mitgefangen, mitgehangen. Ja, also bitte. Ja, passt schon. Coca-Cola hat zum September seine Preise für den Handel erhöht. Das will die Handelskette Edeka offenbar nicht mitmachen. Und so könnten Verbraucherinnen und Verbraucher künftig vergebens nach der braunen Suppe, Zuckerbrause und anderen Produkten des Softdrinks Herstellers in den Regalen suchen. Darüber berichtet Spiegelwirtschaft, ja. So, Winnetou-Debatte. Michael Bulli Herbig beklagt strenge Comedy-Polizei. Hier, Berliner Zeitung. Passt auf, Freunde, ist wichtig. Ist alles wichtig, was ich sage, ist doch klar. Aber hier, Bulli distanziert sich von seinem Riesen-Kinoerfolg der Schuh des Manitou vor 20 Jahren und meint, dass man der Schuh des Manitou wohl 2022 nicht mehr so machen könnte wie 2001. Warum? Die Comedy-Polizei ist so streng geworden. Das nehme ein bisschen die Unschuld und Freiheit, meinte der Komiker im Gespräch mit Giovanni Di Lorenzo. Ah, Giovanni Di Lorenzo ist übrigens auch ein ganz toller Systemdingenspumps. Egal. Der Film kam im Sommer 2001 ins Kino und wurde von April bis Juni 2000 in Spanien und Bayern gedreht. Herbig sagte, er finde es total richtig, dass man über gewisse Dinge nicht mehr so spreche wie vor 20 Jahren. Zum Beispiel über seinen Film, ne? Ja, finde ich auch total richtig. So, dann hier. Der Anführer von Black Lives Matter wird beschuldigt, 10 Millionen Dollar von der Organisation gestohlen zu haben. Freunde, es heißt ja auch nicht White Lives Matter, sondern Black Lives Matter. Und da denkt man zunächst an sich. Also gestohlen, das sind so Worte. Ja, er hat das Geld gebraucht, hört doch mal auf. Ja, kann aber nicht wahr sein. Ich sag mal Sebastix, herzlichen Dank für deinen Kommentar. Und Hans Dampf, vielen Dank für deinen Kommentar. Bundesregierung beschließt, Strom für Haushalte faktisch zu rationieren. Unter der Überschrift Vergünstigung des Stroms für Basisverbrauch. Künftig soll ein vergünstigster Preis gelten für einen zusätzlichen Verbrauch. Darüber hinaus wäre der Preis nicht begrenzt. Bedeutet, ja, wir sind quasi jetzt in Bolivien, Kolumbien oder in Ghana angekommen. Wobei, gut, okay, da ist die Stromversorgung jetzt etwas sicherer als hier, aber ist egal. Sicherheit. Und also man kriegt dann eine bestimmte Menge, ja. Also zum Beispiel einmal am Tag ganz kurz Licht anmachen, ja. Abends 20 Uhr Tagesschau gucken, das ist in Ordnung. Tagesthemen 22:30, je nachdem, kann man auch noch gucken. Aber alles, was über diesen Stromverbrauch hinausgeht, wird es richtig teuer. Finde ich gut. So, Herr Backhaus ist wegen Beleidigung von Grünen-Chefin scharf kritisiert worden. Das finde ich auch. Hier in Schwerin mit Blick auf die Grünen-Bundeschefin Ricarda Breit. Ricarda Lang hatte der Mecklenburg-Vorpommern-Landwirtschaftsminister gesagt, früher seien dick und doof zwei Personen gewesen. Das ist eine Unverschämtheit, ja. Wie kann man Stan Laurel und Oliver Hardy so beleidigen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Gefällt mir überhaupt nicht, ja. Gefällt mir nicht. So, egal. Freunde, ihr wisst, wo es lang geht. Ihr wisst, wo es lang geht. Es geht ins Paradies, ja. Es geht ins Paradies. Es wird alles toll. Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein. Ist das schön, ja. Und wenn man jetzt mal so guckt, draußen ist ja ein schöner Spätsommer. Spätsommer, hier ist schön warm. Wir haben heute wieder 22 Grad, Global Warming, ja. Die Leute gehen weiter spazieren, in die Restaurants, trinken Bier, etla, elala, walla, walla, inshallah. Alhamdulillah. Lassen sich's gut gehen, ja. Man sieht so, ja. Und böse Zungen sagen, Leute, wenn ihr jetzt nicht auf die Straße geht, millionenfach, dann ist aus. Aber das sind böse Zungen, sind nicht meine Worte. Natürlich gehen wir auf die Straße für Black Lives Matter, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Antifa, Christopher Street, der Kinder, die sich auf die Straße kleben, The Lost Generation, für Palästina, gegen die AfD, gegen Trump, gegen Assad und für diese Regierung und gegen Putin. Da können wir machen, so viel wir wollen. Aber wir gehen auf keinen Fall für Frieden, Liebe, Freiheit und gegen die Sanktionen auf die Straße. Das machen wir nicht. Wir machen es nicht. Übrigens habt ihr mitbekommen, Entlastungspaket, gigantisch, 65 Milliarden. Kriegen wir geschenkt vom Papa Staat? Böse Zungen sagen, wir kriegen gar nichts geschenkt. Das holt er sich auf der anderen Seite wieder rein. Wir haben über 1 Billion Steuereinnahmen, weil logisch, alles wird teurer. Also Mehrwertsteuereinnahmen schnell in die Höhe. Ja, aber Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Wir kriegen Geld von Papa Staat geschenkt. Toll. Immerhin 18 Euro mehr Kindergeld und Einmalzahlung, ja, Schweigegeld, Bestechung, passt schon, was wir wiederum versteuern müssen. Bei einigen ist es so, dass sie die 300 Euro, die sie jetzt on top kriegen, die müssen sie versteuern, kommen aber in eine andere Steuerprogression und müssen unterm Strich dann noch viel mehr Steuern zahlen, haben unterm Strich weniger, als wenn sie die 300 Euro nicht bekommen haben. Betrifft einige Millionen Arbeitnehmer und Angestellte, Freunde. Das stimmt zwar, ist
aber nicht richtig. So, Freunde, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch diese kleine kurze Sendung angeschaut habt und meine Philosophie auch in die Welt tragt, damit dieses Video teilt. Danke fürs Abonnieren meines Kanals, danke fürs Däumchen hoch und vielen herzlichen Dank von Herzen danke für eure Kommentare. Wie ihr seht, ich lese sie. Ja. Ich bin säumig mit den Kommentaren von gestern, aber die lese ich jetzt gleich. Erst mache ich noch YouTube und dann lese ich. Aber YouTube wird zuerst veröffentlicht. Wenn ihr YouTube nicht kennt, der Link hängt hier drunter. Und ganz wichtig, Telegram. Kommt auch auf Telegram. Ja, ich darf natürlich auch Getter nicht vergessen zu erwähnen. Auf Getter mache ich diese Woche nochmal eine Live-Sendung von einer großen Demo für Frieden, Freiheit, Liebe und gegen die Sanktionen. Ja, man muss ja berichten, kontrollieren, observieren und überwachen. Freunde, apropos über, wenn ihr, was hat das mit über zu tun? Egal. Wenn ihr übermäßig glücklich seid, dass es mich gibt und ihr meine Arbeit wertschätzt, doch irgendwie übereingebaut, und ihr meine Arbeit wertschätzt, dann danke ich euch von Herzen für eure kleine oder große Unterstützung. Danke, es hilft. Böse Zungen sagen, ich kriege gar kein Gehalt vom Bundestag. Aber Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Danke dafür. Und wir halten jetzt weiter zusammen, bleiben optimistisch, standhaft und voller Tatkraft. Und das bedeutet auch, dass unsere große Gemeinde denjenigen, die gerade krank sind, jetzt gute Energie schicken. Denn wir möchten nicht, dass ihr krank seid. Wir möchten, dass ihr gesund seid. Denn wir brauchen euch, Freunde. Auf in den Tag, den Abend, die Nacht, wann immer ihr das Video sehen tut. Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen aus dem Bundestag. Euer Robert Götz, Matuszewski. Wichtigste Botschaft, ich hab euch lieb. Punkt aus Ende. So, freue ich mich aufs Paradies. Juhu! Ist das schön.